Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Salondebatten hier im Forum Wissen Göttingen. In den Salondebatten suchen wir uns immer wieder Themen, die Wissenschaft und Gesellschaft gleichermaßen beschäftigen und diskutieren sie mit Personen, die verschiedene Perspektiven und kontroverse Positionen mitbringen. Heute greifen wir dafür ein Thema auf, was schon lange in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik heiß diskutiert wird. Es geht um Tierversuche. Anlass ist unsere aktuelle Sonderausstellung Herz und Hirn gemeinsam verstehen. Eine Sonderausstellung, die wir zusammen mit dem Exzellenzcluster Multiscale Bioimaging entwickelt haben und bei der sich die Beteiligten ganz bewusst entschieden haben, das Thema Tierversuche transparent zu machen, es anzusprechen und in Austausch dazu zu kommen. Dafür sind wir heute Abend da. Dazu sind wir heute bei dieser Salondebatte, für die wir uns spannende Gäste eingeladen haben, wieder aus Wissenschaft und Politik und auch aus der Praxis. Und ich übergebe hiermit direkt an den Moderator Wladimir Balzer vom Deutschlandfunk und sage herzlich willkommen nochmal, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns, dass Sie hier vor Ort in Göttingen sind und live auch zugeschaltet haben. Dankeschön. Ich freue mich auch sehr auf eine Debatte, die uns hoffentlich auch weiterbringen wird in einer Diskussion, die zum Teil auch relativ kontrovers geführt wird. Aber da wir hier auf dem Podium, ich glaube, die Elite dieser Debatte zusammengesucht haben, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir hier am Ende dieses Abends wirklich gute Ergebnisse finden werden. Also ich freue mich sehr über diese Phalanx an Menschen, die hier oben sitzt, aber ich freue mich natürlich auch über Sie, dass Sie da sind, später auf jeden Fall natürlich auch die Möglichkeit haben werden, Fragen zu stellen, zu diskutieren, Ihre Perspektiven nochmal darzustellen. Übrigens, das kann man auch in der Ausstellung oben hier im Forum Wissen, da habe ich auch schon mal ein paar Kärtchen mitgebracht, da kann man sich einbringen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versuchen da Fragen zu beantworten und das sind durchaus auch sehr taffe Fragen, wo es aber, wie ich den Eindruck habe, durchaus auch immer wieder wissenschaftliche Antworten gibt. Und der Versuch auch, dieses sehr kontroverse Thema, was von vielen jedenfalls als kontrovers wahrgenommen, von Tierversuchen auch besser zu erklären. Ich freue mich sehr, dass bei mir ist Silke Schicktanz. Sie ist vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen und kann, glaube ich, auch diese ganze Debatte ein bisschen einordnen, auch historischer Art. Das ist nichts Neues, was wir hier erleben. Das ist schon ein bisschen, hat schon eine gewisse Vorgeschichte, wie man ja, das Verhältnis zur Nutzung von Tieren auch gerade für wissenschaftliche Zwecke sieht. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Außerdem, Viola von Kramon ist Grünen-Politikerin, die im Europaparlament lange war, auch im Bundestag, die, und ich hoffe, der Wahlkampf wird sich in Grenzen halten, im nächsten Jahr in den Bundestag wieder einziehen will. Ich habe gehört, als Grüne ist es nicht ganz so schwierig, in der Stadt Göttingen tatsächlich in den Bundestag gewählt zu werden. Aber man weiß ja nie, die Partei ist ja gerade, da hat durchaus einiges, wo sie durchgehen muss, durch ein schwieriges Tal. Aber auch sie ist jemand, der ja auch den europäischen Blick, auch da wird ja vieles, was Tierversuche angeht, europäisch geregelt, noch mal ein bisschen beschreiben kann. Ich freue mich auch, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Und natürlich Stefan Treue, nicht nur renommierter Neurowissenschaftler, sondern auch Chef des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen, also einem der wichtigsten Orte für Tierversuche, für wissenschaftliche Tierversuche. Und nicht nur das, er ist auch Sprecher eines Portals, eines Internetportals, das ich übrigens jedem empfehlen kann, auch ich habe das einfach gnadenlos genutzt für meine Vorbereitung, nämlich Tierversuche verstehen. Da hören wir schon so ein bisschen in dieser Betitelung, dass dieses Portal aufgreift, die Debatten, die es da gibt und auch die Gegnerschaft. Das alles übrigens organisiert von der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, also der Stefan Treuer weiß ziemlich genau, was er tut. Schönen guten Abend, danke, dass Sie auch da sind. Und Tobias Moser, auch einer, ich weiß es nicht, ich habe den Eindruck, die Forschungen, die Sie betreiben, könnten vielleicht nochmal den nächsten Nobelpreis nach Göttingen bringen, nämlich Implantate, Hörimplantate, Cochlea-Implantate, da forscht er dran, nicht nur die guten alten elektrischen, sondern die zukünftigen, nämlich die mit Licht funktionieren. Vielleicht hören wir das ja auch, wie das funktioniert. Und um das zu erforschen, das wird eben noch nicht an Menschen erforscht, sondern wird an Tieren erforscht. Da ist er dran und ist auch Sprecher des schon erwähnten Exzellenzclusters, also dieses
Forschungsgruppe mit vielen, vielen Forscherinnen und Forschern, auch ordentlich Geld, was ja schön ist, auch für die Uni Göttingen, Multiscale Bioimaging. Man kann sich hier auch wirklich da einen Eindruck verschaffen, hier in der Ausstellung. Tobias Moser, auch schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Abend. Stefan Treu, ich würde ganz gerne vielleicht die Frage an Sie erstmal weiterreichen. Es gibt hier auch viele Besucher, auch diese Ausstellung. Da gibt es so Kärtchen, die man hier ausfüllen kann. Fragen an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Zum Beispiel, Ergebnisse aus Tierversuchen sind nicht auf den Menschen übertragbar, so steht es hier. Deswegen gibt es immer noch kein Heilmittel gegen Krebs, Alzheimer und dergleichen. Das ist hier die These, die aufgestellt wird. Dann gibt es eine Frage, die gestellt wird, träumt ihr nachts von den toten Tieren in den Laboren? Fragezeichen. Wenn Sie diese Thesen, diese Fragen, diese Perspektiven hören, wird Ihnen dann manchmal... Ja, nachts auch schlecht, wo Sie sagen, also als Wissenschaftler weiß ich doch, wofür Tierversuche sind, aber die Debatte wird doch anders geführt. Also ich glaube, das sind zwei Punkte, die Sie da ansprechen. Das eine ist die Frustration der Wissenschaft, dass unsere Themen in der Öffentlichkeit manchmal nicht so wahrgenommen werden oder wir uns nicht so repräsentiert fühlen in der öffentlichen Diskussion, wie es vielleicht sinnvoll wäre, wobei wir uns da eigentlich vor allem an der eigenen Nase greifen müssen und sagen, warum bringen wir uns nicht mehr ein in die Diskussion. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns beteiligen an solchen gesellschaftlichen Debatten. Da kommen wir sicherlich nachher noch dazu, warum das vielleicht nicht ausreichend ist. Und das andere Thema, was, glaube ich, in der zweiten Karte ist, die Sie vorgelesen haben, wie ist es denn mit den Emotionen, die mit dem Umgang mit Tieren verbunden sind? Wie gehe ich damit um als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, wenn ich selber Tierversuche durchführe? Und ich glaube, da muss man ganz, ganz ehrlich sein und sagen, auch wenn man der Meinung ist, dass ein bestimmter Tierversuch wichtig, notwendig, vertretbar ist, heißt das ja noch lange nicht, dass der Umgang mit einem Tier in so einem Zusammenhang jetzt Spaß macht oder etwas ist, was man positiv empfindet, sondern es ist eine Abwägung, nehme ich diese Problematik in Kauf für die potenziellen Ergebnisse, die mit der Wissenschaft verbunden sind. Und ich glaube, da müssen wir nicht drum herum reden. Tierversuche sind auch von der Definition her zumindest potenziell mit Leiden für Tiere verbunden. Und das ist eine große Verantwortung, die auch die einzelnen Wissenschaftler haben. Auch wenn es Genehmigungsverfahren gibt und so weiter, muss natürlich auch die Einzelperson die Verantwortung übernehmen, bestmöglich in so einem Tierversuch mit den Tieren umzugehen. Ich habe es mir mal nachgeschaut, das steht auch auf Ihrer Seite übrigens, es wird sehr gut da auch aufgedröselt, 2,4 Millionen Tierversuche im Jahr in Deutschland, aber mit der Tendenz fallend, das sehen wir auch auf europäischer Ebene, also es gibt immer weniger Tierversuche. Die meisten werden an Mäusen durchgeführt, 60%, dann kommen die Fische mit 10%, der Rest sind Ratten, Kaninchen und aber eben auch 2000 Affen pro Jahr. Und ich glaube, das ist die Tierart, die wahrscheinlich am meisten im Fokus steht, weil sie uns einfach als Menschen am nächsten ist. Wir kennen natürlich vermutlich alle diese alten anklagenden Fotos vom kleinen traurigen Affen im Käfig mit vielen Elektroden auf dem Kopf. Also Sie sind ja auch dort Chef des Primatenzentrums. Sind das die Affen? Ist das genau dieses Tier, um das sich letztlich die gesamte Debatte dreht? Nein, ich glaube nicht, dass die ganze Debatte sich darum dreht, aber natürlich, und Sie haben ja die Gründe schon angesprochen, fokussiert sich oft die Debatte auf die Primaten. Ich glaube, man müsste fairerweise sagen, sie konzentriert sich auf Tierarten, denen wir uns besonders nahe fühlen. Und das sind natürlich zum einen Affen, weil die uns auch genetisch und physiologisch und vom Verhalten her sehr ähnlich sind, aber es sind natürlich auch alle Tierarten, die wir als Haustiere kennen. Also auch Versuche mit Katzen, Versuche mit Hunden zum Beispiel, sind in der Öffentlichkeit anders im Fokus, als wenn wir über Fische oder über Mäuse oder über Rattenversuche sprechen. Also die Debatte spiegelt nicht die Zahlen wider, die Sie eben genannt haben. Dann würden wir eine 90-prozentige Debatte über Mäuse, Ratten und Fische führen, sondern sie spiegelt eigentlich unsere emotionale Nähe zu den Versuchstieren wider. Silke Schickdanz, welchen Konflikt sehen wir da? Als Ethikerin muss man immer versuchen, auch Konflikte, Interessenkonflikte zu beschreiben und dann sie in diesen Wertekanon, in dem wir hier stecken, irgendwie einzuordnen. Was stößt da aufeinander? Also wir sehen die Wissenschaft auf der einen, die Interessen der Wissenschaft, die Forschungen, ich habe es schon erwähnt, besseres Hören, Kampf gegen Krankheiten,
viele andere Dinge, die den Menschen ja nachweislich weiterbringen. Also ich glaube, allein Mäuse haben schon 30 Nobelpreise irgendwie für die Menschheit gebracht. Und auf der anderen Seite aber eben genau das, worüber wir gesprochen haben. Also die Ethik des Umgangs mit der Natur, mit den Tieren, das betrifft ja nicht nur Tierversuche, betrifft auch Landwirtschaft und vieles andere mehr. Was stößt da aufeinander? Ja, das ist, glaube ich, für mich die zentrale, grundlegende, häufig dahinterliegende Frage ist, welchen moralischen Status wir sozusagen in unserer Gesellschaft oder in der Diskussion eigentlich dem Tier, und dem Tier ist natürlich auch ein schwieriger Begriff, weil wir schon gehört haben, dass es eine ganze Reihe sozusagen von Organismen, man könnte ja auch noch die Insekten und den Oktopus mit dazu nehmen, da gibt es ja auch eine Diskussion dazu, bis hin eben zu den Primaten. Der ist sehr sensibel, der Oktopus. Der sehr sensibel ist zum Beispiel sehr wichtig. Und da ist, glaube ich, zwei Punkte, die mir wichtig sind. Das eine ist, dass die Diskussion um die ethische Rechtfertigung von Tierversuchen ist nichts Neues. Es ist was, was historisch eigentlich mit der Entwicklung der modernen Lebenswissenschaften schon einhergeht. Also Stichwort die sogenannte Vivisektionsdebatte, die wir schon am Ende oder eigentlich schon Mitte des 19. Jahrhunderts sehr intensiv geführt wird und die natürlich auch sozusagen die erste und zum Teil wirklich sozusagen ganz anders und wir würden heute sagen sehr grausame Forschung in der Tierphysiologie begleitet, auf die aber unser heutiges ganzes Wissen basiert, wie Muskeln funktionieren, wie das Nervensystem, was überhaupt dort, wie die Grundlagen sind, ja, was heute ja viel, viel differenzierter und viel feiner sozusagen beforscht wird. Das ist das eine, dass wir, glaube ich, verstehen müssen, dass diese Debatte uns sehr lange begleitet und auf der anderen Seite, dass sozusagen dieser moralische Status, dem wir dem Tier zuschreiben wollen oder können, auch in der Geschichte, auch unserer Kultur, eigentlich nie eine einzige war, sondern dass es so drei, sage ich mal, Grundpositionen gibt. Und die erste nenne ich mal so, das ist so die, der Mensch steht über allem. Und das hat häufig auch christliche, jüdische Tradition, dass wir eben denken, der Mensch macht sich Natur untertan. Da gibt es viele Rechtfertigungen und deswegen nehmen sich eben auch die Leute zum Beispiel raus, Tiere zu töten, um sie zu essen, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig wäre in bestimmten Kontexten. Zweitens dann eine Position, die eigentlich, würde man sagen, eine moderne Position ist. Das ist die der Rücksichtsnahme auf Leidens- und Empfindungsfähigkeit. Und auch das deutsche Tierschutzgesetz und auch moderne Tierschutzgesetze in anderen Ländern würde man in diese zweite Kategorie packen, die sagt, es kommt besonders darauf an, ob Tiere überhaupt empfindungsfähig oder leidensfähig sind und wenn, müssen wir im Umgang darauf besonders Rücksicht nehmen. Und die dritte Position, das ist so eine, die könnte man sagen, die hat so einen sehr holistischen Anklang, die würde davon ausgehen, dass so jedes Lebewesen, das ist so ein bisschen, was wir schon bei Albert Schweitzer, was vielleicht noch so manche Leute kennen, in der Idee vorschwebt, hat einen Eigenwert, muss respektiert werden und da muss ich einen besonderen Umgang mit haben. Was aber im Alltag natürlich trotzdem immer wieder ganz viel Abwägung hervorruft, darf ich trotzdem, auch wenn ich einem Tier einen Eigenwert zuspreche, es für meine Zwecke, für meine Interessen nutzen oder nicht. Und kann man die Diskussion im Umgang zwischen, ich sage mal, Tiere essen und Tiere für die Wissenschaft nutzen, kriegt man das zusammen oder sind das zwei unterschiedliche Dinge? Ich glaube, dass es konsequent aus einer ethischen Sicht ist, sie immer mit zusammen zu denken. Nämlich, für welche Zwecke lässt es sich rechtfertigen, ein Tier unter bestimmten Dingen oder Umständen, korrekterweise gesagt, zu halten und zu töten. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch in dieser tierethischen oder öffentlichen Diskussion den Fokus ausschließlich oder häufig extrem, auch wenn ich an so Plakatkampagnen denke, die sich nur auf wissenschaftliche Forschung und vor allem auch gerade im öffentlichen Bereich, wo ja sehr viel Transparenz herrscht, viel mehr als zum Beispiel in der industriell geführten Tierversuchsforschung, höchst problematisch, solange wir eigentlich den anderen Bereich, nämlich den der industriellen Tierhaltung und Tiertötung, komplett ausblenden. Weil es wäre konsequent, wenn man sich sozusagen für den Tierschutz einsetzt, dort erstmal hinzugucken und dort, was ja die Massen, also die Zahlen sind ja zehnfach, fast hundertfach höher, wie viele Tiere in Deutschland getötet werden und unter ganz anderen Umständen auch davor Leid erfahren,
bevor man sozusagen sich jetzt auf erstmal diese Tierversuche, die unter hohen bürokratischen und rechtlichen Auflagen liegen. Also man muss es konsequent aus ethischer Sicht meines Erachtens zusammendenken. Nichtsdestotrotz ist es gut, auch in der Wissenschaft natürlich darüber nachzudenken, was kann ich tun, um verantwortungsvoll in jedem Tierversuch die Leiden und die möglichen Einschränkungen für Tiere zu reduzieren. Vielleicht ist das Sattwerden einigen konkret näher, an einem Abend an einem Tisch zu sitzen und ein gutes Stück Fleisch zu essen, als zu warten, bis die Wissenschaft soweit ist mit ihrer Forschung. Das dauert ja alles, das hat ja auch lange, lange Vorgänge und braucht viele, viele Versuchsreihen über Jahre hinweg. Tobias Moser, ich glaube, bei Ihnen muss man eigentlich gar nicht groß begründen, dass 100.000 Millionen von Menschen auf der Welt Ihnen sehr dankbar wären, wenn Sie richtig weit kommen würden mit Ihrer Forschung, was die Cochlea-Implantate, diese Lichtimplantate angeht. Da brauchen Sie Tiere. Was genau für Versuche gibt es da? Ich bin jetzt ganz frech und antworte erstmal mit einer anderen Antwort, die mir total wichtig ist. Ich glaube, alle hier im Raum wissen oder sollten wissen, dass Tierversuche in Deutschland verboten sind. Das heißt, wenn wir einen Tierversuch durchführen, etwa um ein neues Medizinprodukt wie ein Cochlea-Implantat zu entwickeln, müssen wir das quasi in einem Antrag begründen und ethisch abwägen, das Tierwohl gegenüber den Nutzen für den Menschen. Das ist der erste Punkt, den ich neben Ihrer Frage platziere. Der zweite Punkt ist, jede neue Mitarbeiterin, jeder neue Mitarbeiter, der quasi mit uns Kontakt aufnimmt am Institut für Auditorische Neurowissenschaften und Hörforschung, wird in so einem Gespräch gefragt, ob sie oder er sich vorstellen kann, mit Tieren zu arbeiten. Und das ist sozusagen eine offene Frage. Man kann Nein sagen und wird trotzdem eine Möglichkeit entsprechend der Möglichkeiten und der Fähigkeiten bekommen können, weil wir eben ein breites Forschungsportfolio haben, wo nicht in jedem Fall Tierversuche benötigt werden. Weil ich glaube, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Es wurde ja die Frage jetzt schon gerade an Stefan Treuer geschickt, wie geht man eigentlich emotional, wie kommt man damit zurecht? Und das muss jeder für sich entscheiden. Und Bettina Wolf, die auch hier ist, hat an unserem Institut das noch ein bisschen weitergebracht und hat im Grunde genommen eine echte aktive Begleitung für die Entscheidungsfindung aufgebaut, sodass die Leute überhaupt erstmal im Austausch mit anderen den ganzen Horizont erweitern können und herausfinden können, wie die Frage für sie zu beantworten sein wird. Ne? Und jetzt habe ich den Punkt zu Ihrer Frage. Und der das ist kann konkret genau an Ihrer Frage. Es ist total einfach zu verstehen. Wir haben selbstverständlich Bemühungen, das Innenohr etwa aus Zellen zu züchten. Das macht ein Cluster, Patapir Safairo. Und wir helfen ihr dabei, die Nervenzellen in so einem gewachsenen Ohr zu quantifizieren. Und das kommt voran, aber das hat tatsächlich nur bedingt mit dem wirklichen anatomischen Aufbau, also Strukturaufbau und Funktionsaufbau des Ohrs zu tun, hat aber einen großen Wert, weil man etwa zum Beispiel virale Vektoren als Gentherapievektoren dort schon einmal testen kann und da eine Brücke schlagen kann zwischen dem Tierversuch im Lager und der menschlichen Anwendung. Und deswegen verfolgen wir das sehr intensiv. Teile sind ersetzbar schon. Teile sind ersetzbar. Man kann Tierversuche vorbereiten mit anderen Dingen. Genau, das ist ja eins dieser Replace, Reduce und Refine Kriterien. Aus meiner Sicht ist es leider noch kein wirklicher Ersatz, es ist eine Komplementarität. Es ist einfach tatsächlich sehr schwer vorherzusagen, ob eben ein viraler Vektor, der im Nager funktioniert, zum Beispiel in nicht-humanen Primaten funktioniert und dann am Menschen funktioniert. Und dementsprechend sind eben menschliche Gewebe, wie etwa ein Organoid aus dem Ohr, sehr wertvoll als ein Teil der ganzen Kette. Und ich werde jetzt noch ganz kurz einen Bogen schlagen. Ich selbst habe tatsächlich meine Wissenschaft hier in Göttingen begonnen, indem ich Nebennieren aus dem Schlachthof beschafft habe. Das war ein eingespieltes Team, ein TA, ein technischer Angestellter und ich fuhren mit dem Max-Planck-Auto zum Schlachthof ins Eisfeld und dann hat man wirklich sehr blutiges Alltagsleben dort gesehen. Das hat mich auch sehr beeindruckt, war ein junger Typ und überhaupt, und das wird mich heute immer noch beeindrucken, glaube ich.
und habe also im Grunde genommen mit Nebennierenmarkszellen gearbeitet. Und das war sehr wertvoll, aber letztlich konnte ich das, was ich tun wollte, nämlich sag mal, Ursachen für genetische Schwierigkeit oder genetische andere Erkrankungen zu finden, damit nur vorbereiten. Dementsprechend blieb mir dann quasi nur der Schritt in den Tierversuch, zunächst mal Tiertötung zur Organentnahme, um das Innenohr der Maus zu verstehen. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Das haben wir tatsächlich so um die Jahrtausendwende begonnen. Wir haben dann 2003 das erste Mal an einem menschlichen Taubheitsgen gearbeitet, das heißt Otoferlin. Und wir haben 2018 eine Studie, damals von Ellen Reisinger verantwortet, durchgeführt, um Gentherapie für eine erbliche Schwierigkeit in der Maus zu testen. Und 2024 ist nicht in Deutschland, aber in China tatsächlich genau diese Therapie bei Menschen angekommen. Und sie funktioniert. Und das ist also für mich so, dass ich momentan noch ein bisschen angespannt bin und voller Sorge, weil man nämlich eben genau nicht den Schritt über den nicht-humanen Primaten gegangen ist, sondern unter dem großen Druck auch der Privatwirtschaft und natürlich der Forschung und dem Druck der Patienten gleich den Schritt hin zu Kindern, die eben diese Schwierigkeit hatten, gewagt hat. Solange ist alles soweit gut gegangen, soweit man das eben bei chinesischen Studien sicher sagen kann. Und für uns ist das aber ein ganz konkreter Fall, wie eine Grundlagenforschung, die angefangen hat eigentlich mit, sag mal, Rinderzellen, dann zwar zum Organ der Maus und dann quasi bei den Kollegen in den Menschen gelangt ist. Was genau, bleiben wir mal bei dem Beispiel, was genau passiert denn mit der Maus? Was wird da gemacht? Genau, also die Maus ist tatsächlich ein besonders stark etabliertes Modell, um menschliche Erbkrankheiten nachzubilden. Man kann eben einen Gendefekt in einer Maus sehr genau nachstellen. Gerade mit der Genschere geht das jetzt sehr, sehr effizient. Und man kann dann halt, in dem Fall ist das eben eine Schwerhörigkeit, die daraus entsteht. Ja, die Tiere sind taub. Das heißt, man simuliert Schwerhörigkeit. Man simuliert die menschliche Schwierigkeit in der Maus. Ein Eingriff in das genetische System der Maus. Genau, man stellt quasi den Gendefekt des Menschen nach und kann dann aber eben so eine Gentherapie in der Maus entwickeln. Genau das ist hier passiert in Göttingen. Und das ist dann jetzt tatsächlich quasi mehr oder weniger 1:1 in den Menschen übernommen worden. Das heißt, ohne die Maus wären sie nirgendwo. Genau. Wir sind natürlich alle, glaube ich, ein bisschen stutzig geworden über diesen Satz, Tierversuche sind verboten, Ausnahmen bestätigen die Regel. So kann man es, glaube ich, so ein bisschen fortsetzen. Viola von Kramon, Sie haben ja nicht nur die deutsche Sicht, sondern auch die europäische Sicht. Auf europäischer Ebene ist ja auch schon vieles geregelt, aber immer gibt es noch große Unterschiede zwischen den Ländern. Gerade natürlich die Wissenschaft ist international, da gibt es Konkurrenz auch in anderen Ländern. Deutschland gilt ja als relativ restriktiv, was Tierversuche angeht. Und wir haben natürlich die Verankerung sogar in unserem Grundgesetz, dass eben Tiere geschützt werden müssen. Darauf wird sich auch immer wieder bezogen. Wir haben das Tierschutzgesetz, was verändert werden soll. Also kurzum, wie ist im Moment aus Ihrer Sicht die rechtliche Lage in Deutschland? Wird die Wissenschaft genug bedacht, werden aber auch gleichzeitig das Tierwohl auch genug bedacht? Also wenn man hier in Göttingen an den Instituten zu Besuch ist und sich das zeigen lässt, wie ich finde, mit unglaublicher Sorgfaltspflicht diese Auflagen eingehalten werden, die entsprechenden Dialoge mit der Tierschutzbeauftragten, mit anderen Gruppen geführt werden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ein volles Vertrauen in diese Wissenschaft. Das heißt, als Politikerin, als Bürgerin, als Nutzerin von Medizin habe ich ein Interesse daran, dass diese Universität, diese Institute, dieses Campus Göttingen nicht einem Wettbewerbsnachteil unterliegt. Und ich habe ein Interesse daran, dass eine gute Forschung hier auch attraktives forschungswissenschaftliches Umfeld bekommt und erhält und vielleicht sogar ausgebaut wird. Wenn ich mich aber umschaue, wie Dinge, und Sie haben das ja in Ihrer Anmoderation auch schon angedeutet,
wie eine europäische Regulation hier ausgelegt wird und wie sie in Frankreich oder in Rumänien oder in anderen Ländern ausgelegt wird, wenn mir Wissenschaftler sagen, dass der französische Kollege nur ein Drittel der Bürokratie zu erledigen hat, dass er deutlich flexibler ist, wenn Dinge im Verlauf der Antragstellung geändert werden müssen, weil sich das nicht ändern lässt, weil ein Narkosemittel nicht mehr vorhanden ist, weil mehrere Personen an dem Tierversuch oder an dem Versuch als solchem arbeiten, dann ist das in Deutschland jedes Mal mit einer Nachbeantragung verbunden. Und das ist ein unglaublich hoher bürokratischer... Vielleicht konkret, wenn es die kleinste Änderung gibt, muss man... Alles. Mach mal ein Beispiel. Alles muss dokumentiert werden und nicht nur das. Teilweise müssen auch im Nachhinein noch neue Genehmigungen eingeholt werden. Und das ist einfach unvergleichlich viel mehr Aufwand. Das heißt, selbst wenn Sie eine exzellente Forschungslandschaft haben, aber wenn Sie Doktorandinnen und Doktoranden haben, die wissen, sie werden nur 3 Jahre gefördert, und hier kann ich aber erst nach 1,5 Jahren anfangen, weil vorher gar nichts genehmigt ist, dann gehe ich nicht nach Göttingen, dann gehe ich nicht nach Deutschland, dann gehe ich nicht nach Niedersachsen. Dann gehe ich dahin, wo ich weiß, dass ich nach 3 Jahren fertig bin und dass ich meine wissenschaftliche Karriere vernünftig fortsetzen kann. Das ist, Herr Moser, das können Sie auch so bestätigen. Das mag aber nicht hier sein. Und das andere ist eben noch, also wenn ich jetzt aus Tierwohlsicht schaue, die Tiere werden sicherlich in Frankreich, Rumänien, China, in Nordamerika nicht besser gehalten als hier. Auch da muss ich mir ja überlegen, wenn ich wirklich was fürs Tierwohl ändern will, dann muss ich versuchen, die Bedingungen hier so gut wie möglich zu gestalten, dass ich es hier kontrollieren kann, dass ich hier transparent sein kann, dass ich hier meine Tore öffnen kann, dass ich hier mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Austausch bin und nicht in China. Das ist auch schön, aber der Zugriff, den wir auf chinesische Wissenschaft haben, würde ich sagen, geht gegen null. Ja? So, und daher habe ich großes Verständnis für einen kritischen Umgang mit dem Thema. Das müssen wir auch, dadurch entwickeln wir uns weiter. Nur dadurch haben wir ja letztendlich auch schon so wirklich riesige Fortschritte erreicht. Wenn Sie sehen, das Forschungsaufkommen ist größer geworden, die Zahlen der Tiere, die in den Tierversuchen sind, deutlich kleiner geworden durch dieses Reduce, Replace, Refine. Das ist ja auch wirklich ein Konzept. Das ist so ein Drei-Stufen-Modell. Muss man das vielleicht ist ein Drei-Stufen-Modell erklären. Und da können sicherlich die Wissenschaftler hier oben mehr dazu sagen, wie genau das sich auch schon in den Zahlen niederschlägt. Aber ich fand das beeindruckend. Und ganz ehrlich, ich habe Landwirtschaft studiert. Ich kann nur das unterstreichen, was Frau Schicktanz gesagt hat. Wir haben da irgendwie eine Schere im Kopf. Ja, also wir haben, also viele von uns, ich würde sagen, die Mehrheit in Deutschland lebt noch nicht vegan, ja, die nimmt es durchaus hin, dass Tiere gequält werden, damit sie am Ende in den menschlichen Verbrauch, in den menschlichen Konsum geht. Aber bei dem Thema Tierversuche ist eine emotionale Erregung, die ich finde, angesichts des Nutzens, sie würden kein Narkosemittel finden, wenn sie niemals Tierversuche zugelassen hätten und vieles andere mehr. Und da frage ich mich schon als Person, die davon profitiert, steht das in einem vernünftigen Verhältnis? Stefan Treuer, vielleicht auch die Frage an Sie, wo spüren Sie denn, gehen wir mal zurück zum Primatenzentrum und zu der Nutzung von Primaten für wissenschaftliche Tierversuche, was für eine Art Gegenwind von welchen gesellschaftlichen Gruppen spüren Sie denn? Wer ist das? Also ich glaube, in Göttingen haben wir eine sehr wissenschaftsaffine Standort, wo die intensive Auseinandersetzung der Öffentlichkeit anders aussieht, also weniger emotional oder weniger aggressiv ist als an manchen anderen Orten in Deutschland. Insgesamt ist die Diskussion in Deutschland aber geprägt von sehr vokalen Gruppen, die auch zum Teil sehr radikale Positionen vertreten und, so wie ich am Anfang gesagt hatte, einer Unterrepräsentation der Wissenschaft. Also wir bringen uns nicht genug ein in die öffentliche Diskussion. Das ist der Teil, für den wir selber verantwortlich sind. Auf der anderen Seite gibt es eben Gruppen, die sehr radikale Positionen vertreten und das dann auch kundtun und Briefe schreiben. Was genau steht da drin? Was wird Ihnen da vorgeworfen?
Naja, wir haben ja die drei, sagen wir mal, Grundpositionen eben gehört. Und wenn Sie die Grundposition vertreten, es gibt keinen ethisch vertretbaren Tierversuch. Also nichts, was ich mit einem Tier mache, ist unter irgendwelchen Umständen ethisch vertretbar. Dann ist natürlich die gesamte biomedizinische Forschung ethisch hochbelastet. Und dann müssen Sie, wenn Sie diesen Standpunkt vertreten, natürlich alles versuchen, jeden Tierversuch zu verhindern. Und dann muss man sich halt überlegen, wen könnte man anschreiben. Dann kann man die Politik anschreiben, die Gesetze müssen geändert werden, man kann die Behörden anschreiben und sagen, die Behörde darf nichts mehr genehmigen, jeder Tierversuch muss ja genehmigt werden. Oder man kann die Wissenschaftler anschreiben und sagen, was ihr da macht, ist also völlig unmoralisch, amoralisch, ganz schrecklich. Und natürlich gibt es dann auch noch, also sagen wir mal, in Richtung persönliche Aggression oder Kriminalität auch noch Möglichkeiten. Aber selbst wenn man das weglässt, gibt es natürlich die gesellschaftlichen Gruppen vom Gesetzgeber über die Behörden bis zur Wissenschaft, die in dem Prozess beteiligt sind. Und welche Spuren hinterlässt das, Tobias Moser, bei Ihnen? Also Sie sind ja auch damit konfrontiert. Also ich werde das erstmal ganz einfach anpacken. In einer gewissen Weise, glaube ich, sind die Wissenschaftler einer doppelten Belastung ausgesetzt, weil sie zunächst mal selbst mit, sagen wir mal, der moralischen Verpflichtung oder moralischen Problemen mit Tieren zu arbeiten, zurechtkommen müssen. Das hatten wir vorhin schon einmal eingangs gesagt. Und gleichzeitig halt in einer gewissen Weise kriminalisiert werden dafür, was sie tun. So als wäre das ihr Pläsier, Tiere zu quälen oder Tiere ins Experiment zu nehmen. Und das ist wirklich, Frau Kammann, ich kann Ihnen da nur zustimmen, zusätzlich zu dem bürokratischen Aufwand, also wo ich auch jetzt quasi eine Doktorandin vor Augen habe, die unglaublich leistungsfähig ist und die jede noch so überbordene Dokumentationspflicht irgendwie auf die Reihe kriegt, dann gleichzeitig noch diese moralische Schwierigkeit abends, wenn man über ein Bier am Tisch mit anderen Studierenden sitzt, dann vielleicht gar nicht offen darüber reden zu wollen und zu können, dass man mit Tieren arbeitet, weil das ja so schrecklich ist. Und ich glaube, das müssen wir in der Gesellschaft tatsächlich bewegen, weil ich glaube, dass wir diese jungen Menschen für die biomedizinische Forschung verlieren und dass eben Deutschland sich damit komplett abhängig macht von anderen Nationen, wie wir es schon in der Pandemie eben mit China hatten. Und das sehe ich tatsächlich als eine Riesenbedrohung für Europa, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa, dass wir uns da einen Scheinkonflikt leisten. Vielen Dank für diese wirklich ganz klare Gegenüberstellung, wie man einerseits moralisch bezüglich der Tierversuche argumentiert und dann gleichzeitig wegschaut, wenn man Fleisch isst. Einen Scheinkonflikt quasi inszenieren, der uns in unserer Innovationskraft in Europa halt komplett abschießen kann, zumindest was die Biomedizin angeht. Aber an welcher Stelle ist denn dann Kritik berechtigt? Ich meine, was wir auch erleben, ist ja auch sozusagen Missbrauch, sozusagen. Ja, sowas gibt es ja auch. Also nicht nur toll, alles schön geordnet, wie vielleicht in Göttingen und an anderen universitären Standorten, sondern wir haben es ja immer wieder auch erlebt, dass da Tierversuche stattgefunden haben, die nicht okay waren. Und vielleicht auch nicht jeder Tierversuch tatsächlich effektiv ist, zu etwas führt. Dann gibt es die Argumentation natürlich mit den, auch wenn es mir schwerfällt, das so zu formulieren, aber den überzähligen Tieren, also die dann einfach irgendwann irgendeinem Schicksal zugeführt werden müssen, weil man sie nicht bis zum letzten Moment wissenschaftlich nutzen kann. Also an welchen Stellen muss ich, frage es mal in die Runde, auch an welchen Stellen muss ich die Wissenschaft auch fragen, wo vielleicht auch Fehler gemacht werden, wo es Lücken gibt? Naja, ich glaube, die Bilder, die teilweise ja auch von innen gedreht wurden, die sind nicht an der Uni Göttingen oder an einer staatlichen Wissenschaftseinrichtung oder Universität gedreht worden, sondern sind in privaten Laboren gedreht worden. Und da würde ich schon sagen, auch als Appell an die Politik, natürlich für die Regulatorik, für die Toxizität brauchen wir die angewandte Forschung und das wird natürlich nicht im Rahmen der Grundlagenforschung an den Universitäten oder in staatlichen Laboren möglich sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, selbst wenn das jetzt in Harburg zum Beispiel vor 3 Jahren, was dann aufgedeckt wurde mit den Videobeweisen, mit den Bildern von Peter, was ja auch nochmal viele Menschen zu Recht sehr wachgerüttelt hat, da müssen wir schon andere Kontrollinstanzen brauchen wir. Da hat sich jetzt natürlich nach diesem Skandal auch einiges geändert. Nicht nur, dass das Labor geschlossen wurde, sondern es gibt da tatsächlich jetzt auch eine andere
Art Aufsichtsrat und die da auch einen Zugang haben. Aber ich denke, das war zu lange rein privatwirtschaftlich ausschließlich mit dem LAVES kontrolliert. Da brauchen wir schon mehr Mitsprachemöglichkeiten. Da müssen wir auch diese Transparenz einfordern, selbst wenn das quasi eine Industrie, Business-to-Business Beziehung ist. Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann eine mehr gesellschaftliche Mitsprache und eine bessere Transparenz, einen besseren Überblick und Kontrolle geben muss, klar. Ja, ich würde gerne zwei Punkte hier machen. Das eine ist, dass man, glaube ich, schon auch noch mal jetzt hier so ein bisschen wieder die Geschichte und Genese bemühen kann, nämlich indem man zeigen kann, dieses Konzept, was jetzt mehrfach schon erwähnt worden ist, das sogenannte 3R-Konzept, also dass man Tierversuche versucht zu verbessern, um mehr rauszubekommen, dass man die Anzahl reduziert, indem man zum Beispiel sie effizienter gestaltet oder sie gar durch Alternativmethoden ersetzt. Das geht ja auf die 60er Jahre zurück. Also das ist schon ein relativ altes Modell. Und was von Wissenschaftlern auch initiiert wurde im Übrigen und zum Beispiel nicht von der Politik oder von außen, sondern es hat natürlich genau diesen Impetus auch in der Forschung vorangetragen. Und da hat sich ja auch extrem viel getan. Also dass wir heute so viele Zellmodelle haben, mit Stammzellen forschen können, was in Deutschland leider auch ein problematisches Thema ist. Die Entwicklung jetzt von Organoiden, das sind ganz wichtige Entwicklungen, die man eben auch immer in der Diskussion mit vorantreiben muss. Und jedes Modell, weil es eben ein Modell ist, ob es nun eine Zelllinie ist oder eben ein Tierversuch, hat Limitationen. Aber wenn es natürlich um medizinische Forschung geht, ist die dritte Frage, was ist dann die Alternative? Ist die Alternative, sofort in ein Humanexperiment zu gehen? Und da würde ich natürlich als Medizinethikerin auch fordern, dass hier Patientensicherheit ein ganz wichtiges Kriterium ist. Also wenn man sozusagen... Wir müssen gar nicht über die deutsche Geschichte reden in diesem Fall. Das müssen wir hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass allen Anwesenden klar ist, dass wenn sonst wir sozusagen hier... wenn Menschen sozusagen wie Tiere behandelt werden, dann ist sozusagen ja genau die Menschlichkeit noch radikaler sozusagen in Frage gestellt. Also das eine ist, ich glaube, wir bewegen uns seit vielen Jahrzehnten und aufgrund dieser auch kritischen Nachfragen ist eigentlich auf einem guten Weg, immer wieder sozusagen zu überdenken, brauchen wir das eigentlich noch? Und viele Forschung versucht eben auch parallel mit verschiedenen Modellen zu arbeiten, um zu gucken, können wir eigentlich die Anzahl von Tierversuchen reduzieren. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube aber auch, und das ist jetzt ein Punkt, den würde ich jetzt eher so wissenschaftsimmanent benennen, es ist sehr wichtig, ist, dass schon in der Ausbildung, zum Beispiel ich habe vor vielen Jahren ja auch mal Biologie studiert, und da war das noch kein Thema. Es war kein Thema, dass wir zum Beispiel im Studium auch mit Alternativmethoden elementare Erkenntnisse zur Tierphysiologie hätten oder uns sozusagen erarbeiten können, sondern ich habe mir das dann als Studentin zum Beispiel aktiv erarbeitet, indem ich dann zu den Medizinern gegangen bin und dort Kurse zur Physiologie gemacht habe, die dann angerechnet worden sind. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, zu vermeiden, dass auch in der Forschung, was die Juristen manchmal sogenannte Pfadabhängigkeit nennen, nämlich weil man Leute auf bestimmte Modelle, ich nenne es mal Tiermodelle, trainiert, sozusagen nicht befördert, dass man immer wieder sozusagen in neue Alternativschienen denkt. Weil das natürlich, wenn ich Expertin für ein bestimmtes Tier bin, sei das jetzt in der Insektenphysiologie oder auch in der Mausbiologie und Genetik, dann ist natürlich immer Forschung ein Stück weit, und das hat auch in anderen, gibt es auch andere Phänomene, die Gefahr, dass man sozusagen in dieser Schiene bleibt, weil ich dort mich besonders gut auskenne. Und deswegen halte ich es so wichtig, dass eben in der Ausbildung schon von Nachwuchswissenschaftlern sehr früh immer auch über parallele Modelle, parallele Methodiken gelehrt werden, um diese Forschung voranzubringen. Tobias Moser, Sie wollten ergänzen. Das war ein guter Trigger für mich. Ich glaube, das kenne ich überhaupt gar nicht, sondern ich kenne Komplementarität und das Exzellenzcluster strotzt nur vor Beispielen. Da geht es wirklich vom Molekül, wo man Eiweiße mit Zellen aufreinigt und dann höchstauflösend abbildet und biochemisch untersucht, bis eigentlich hin zu den klinischen Studien, und dazwischen ist wirklich diese gesamte Kette abgebildet. Und
Die Menschen sprechen miteinander, sie ergänzen sich quasi mit den Einsichten, die sie generieren können in den entsprechenden Experimenten. Und dazu kommt noch ein Punkt, den ich jetzt abschließend von meiner Seite machen wollte, dass alles das, was wir quasi an Befunden erheben und verlässlich und gut quantifiziert haben, findet Eingang in mathematische oder computergestützte Modelle. Wir haben gerade zum optischen Cochlea-Implantat genau das getan. Wir haben im Grunde genommen Simulationen des optischen Cochlea-Implantats mit der Schallverarbeitung bis zur Anregung der Hörschnecke, bis letztlich zur Nervenkodierung des Signals und dann wieder auslesen, ob denn nun der Code besser ist als beim elektrischen Cochlea-Implantat. Und das ist so ein wichtiger Schritt, und der bleibt aber trotzdem eben ein Modell und muss immer validiert werden. Zunächst durch Tierexperimente und dann natürlich durch die klinische Studie, die dann eben zeigen muss, nicht, ob wirklich der Mensch davon einen größeren Nutzen hat als vom jetzigen State of the Art. Muss ich da vielleicht, Stefan Treuer, die Frage an Sie, der Sie ja auch, ich sage mal im weitesten Sinne, sich auch um eine gute Kommunikation und vielleicht auch Darstellung der wissenschaftlichen Erkenntnisse kümmern, da mit diesem Portal Tierversuche verstehen, muss ich da die Wissenschaft auch manchmal in die eigene Nase fassen, dass einfach zu wenig kommuniziert wird, dass es zu wenig Transparenz gibt, dass eben diese Fragen, wie sie hier gestellt werden, was ist mit dem Kampf gegen Krebs, was ist mit dem Kampf gegen Alzheimer, was ist mit diesen Volkskrankheiten, die Millionen von Menschen wegraffen. Jeder kennt jemanden, der Krebs hat in unserem Umfeld. Auch da wird ja die Forschung zum Teil mit Tieren betrieben. Wird da zu wenig kommuniziert, zu wenig auch selbstbewusst aufgetreten von der Wissenschaft her? Das ist mit Sicherheit der Fall, vor allem historisch gesehen. In den letzten Jahrzehnten hat es, glaube ich, die Wissenschaft verpasst, sich da in diese gesellschaftliche Diskussion einzubringen. Es gibt gute Gründe dafür. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden wir nicht dafür bezahlt, in die Öffentlichkeit zu kommunizieren, sondern Wissenschaft voranzubringen. Insofern muss man sich das immer sozusagen noch zusätzlich erarbeiten. Und wir haben zumindest in einigen Regionen und in manchen Themenbereichen auch eine gewisse Aggressivität in der Diskussion gehabt, die Kolleginnen und Kollegen dazu geführt haben, dass sie gesagt haben, ich will da nicht in der Öffentlichkeit auftauchen, weil ich mir Sorgen mache. Ja, ich will nicht persönlich angegriffen werden dafür, dass ich jetzt derjenige bin, der über meine Wissenschaft kommuniziert. Und das ist ein schwieriges Thema. Ich versuche das immer wieder, die Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, macht das, weil nur wenn wir darüber reden, können wir erwarten, dass die Gesellschaft die Argumente auch kennt. Aber ich kann natürlich nicht ignorieren, dass manche sagen, mir ist das zu riskant, das will ich eher nicht machen. Das ist deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Das war ja einer der Gründe, warum wir diese Initiative Tierversuche verstehen ins Leben gerufen haben, um erstmal von der Person weg die Informationen in die Öffentlichkeit zu bringen, dass die schon mal da ist. Aber das kann kein Ersatz dafür sein, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen persönlich kommunizieren. Und das hat indirekt mit den 3R zu tun. Also ich kann die 3R, glaube ich, gut über ein Webportal kommunizieren. Aber es gibt die berühmten 3R, wir müssen es nochmal sagen, weil es einfach so schön ist. Reduce, replace, refine. Also reduzieren, verbessern und ersetzen. Im Englischen hat man halt diese drei schönen 3Rs. In der Wissenschaft sprechen wir oft von einem vierten R, nämlich Responsibility, also Verantwortung. Das habe ich ja ganz am Anfang versucht zu sagen. Und die Verantwortung tragen wir als Individuen. Ich kann nicht als Webseite sagen, die Wissenschaft trägt Verantwortung. Das nimmt einem keiner ab. Das muss persönlich kommuniziert werden, weil wir dafür ja als Person auch gerade stehen müssen. Das ist eine Herausforderung, der wir uns immer noch stellen. Da sprechen Sie ja was an. Und genau deswegen sind wir ja auch hier, um darüber auch öffentlich und direkt zu reden. Wenn es schon vielleicht erste Fragen oder Anmerkungen oder Sichtweisen gibt, sehr gerne. Aber ich sehe hier, man hört ja wirklich in den Nadel fallen. Ich traue mich schon fast gar nicht, hier ins Publikum zu rufen. Aber vielleicht gibt es jemanden, der einfach schon eine Frage, eine Anmerkung hat. Alles in völliger Schrift. Ah, da, bitteschön. Ein kleiner Moment, da kommt doch jemand noch mit einem Mikrofon, auch für die Videoaufzeichnung, dass wir das auch für die Ewigkeit festgehalten haben. Ganz wichtig. Und dann geht's gleich los. Wenn Sie Lust haben, sich gerne kurz vorstellen, wäre super. Okay, alles klar. Ja, Ziegler, ich bin Studentin an der UMG. Ich hätte eine Frage, und zwar haben Sie ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es ein Problem gibt mit dem öffentlichen Verständnis. Ich wollte mal fragen, haben Sie Ideen, Visionen, wie Sie das angehen wollen, dass das
mehr wird, also dass mehr Leute das halt nachvollziehen können, wofür das halt relevant ist, die Tierversuche. Herr Treuer, ich glaube, das ist die Frage an Sie, ne? Genau. Kommunikation findet ja auf ganz vielen Ebenen statt. Das ist einmal die Frage, wie bekomme ich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu, über ihre Arbeit zu kommunizieren? Wie bekommt man Institutionen über ihre Forschung zu berichten? Wie bekommt man vielleicht auch Förderorganisationen, die ja die Forschung finanzieren, dazu zu reden? Das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Aber auf der persönlichen Ebene, denke ich, versuchen wir mit unserer Plattform immer wieder Beispiele dafür zu bringen, wie man niedrigschwellig in die Kommunikation einsteigen kann. Man muss nicht gleich an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, um über Tierversuche zu sprechen. Und wir haben jetzt seit ein paar Jahren eine sogenannte Transparenzinitiative ins Leben gerufen. Die bezieht sich nicht auf einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sondern auf Institutionen. Also es ist eine Art Selbstverpflichtung, dass Universitäten oder Forschungseinrichtungen sagen, wir verpflichten uns zur Transparenz über Tierversuche. Das heißt, wir berichten auf unserer Website darüber, wir erklären, warum wir das machen, wir verstecken uns nicht, sondern machen das öffentlich bekannt. Das war überraschend erfolgreich. Wir haben am Anfang gedacht, das wird schwierig werden, aber inzwischen haben über 100 Einrichtungen, auch viele am Göttingen Campus, also die Universität, Max-Planck-Institute, das Deutsche Primatenzentrum, diese Selbstverpflichtung unterschrieben. Und das sehen Sie auch auf den Webseiten. Sie erkennen gleich, ob eine Einrichtung dabei ist. Wenn Sie das mal ausprobieren, gehen Sie mal zu Ihrer beliebtesten Universitätswebseite, also irgendwo in Deutschland, und tippen mal im Suchfeld Tierversuche ein. Da merken Sie gleich, es gibt welche, da kommen Sie auf umfangreiche Seiten, wo ausführlich erklärt wird, was an dieser jeweiligen Universität passiert. Und dann finden Sie auch die eine oder andere Universität, diese Suche hat keinen Treffer erzielt. Nicht, weil an dieser Universität keine Tierversuche durchgeführt werden, sondern weil man dort noch nicht so weit ist, dass man darüber schon kommunizieren will. Aber da versuchen wir viel, die Einrichtungen davon zu überzeugen, wie wichtig das ist. Tobias Moser, Sie wollten ergänzen. Die Frage ist einerseits an uns gestellt und ich würde es aber auch zurückgeben. Was ich jetzt tatsächlich als Arzt häufig getan habe, ist, dass ich mit Leuten, die ich behandle, die ich diagnostiziere, darüber spreche, um einfach auch irgendwo überhaupt das mal zur Kenntnis zu geben, dass eben Cochlea-Implantat entwickelt werden musste oder nicht ein Medikament entwickelt werden musste. Und wir haben gemerkt, dass das für jeden Einzelnen eine spannende Frage ist. Und manche gehen damit inzwischen sehr proaktiv um, hatten dann für Tierversuche verstehen, da gibt es eine spannende Serie, die heißt Wunderpunkt, mein Wunderpunkt, sich selbst zu fragen, okay, also ich nehme jetzt den medizinischen Forscher in Anspruch und wie stehe ich zu den dazu notwendigen Tierversuchen? Ich finde, das ist so eine total wichtige, zentrale Frage, die wir uns alle irgendwie stellen sollten, wenn wir medizinischen Fortschritt halt in Anspruch nehmen. Und ich finde die Frage, die ich zurückgeben will, einfach auch so wichtig, nicht, dass man ja nicht aus Scheu vor dem Thema quasi das unter den Teppich hält, sondern dass man halt auch mit Freunden über ein Bier oder wie auch immer darüber spricht, was man vielleicht im Labor macht oder was man eben nicht macht. Und dann muss man sich natürlich dann auch mit Fragen auseinandersetzen. Und aber im Zweifel würde ich sagen, helfen die den Beteiligten, auch einem selbst, wenn man nochmal deutlicher reflektiert, warum man was tut. Von Kammern. Ich würde vielleicht noch zwei Sätze ergänzen. Also ich glaube, dass Göttingen eben mit dieser Plattform, mit dieser Initiative absolut vorbildlich ist. Also ich bin jedenfalls ziemlich begeistert, wenn man sieht, wie das jetzt Jahr für Jahr dokumentiert wird, was an Informationen zusammengetragen wird, wie eben auch andere Institute aufgefordert werden, sich zu beteiligen und ermuntert werden, da mitzumachen und keine Angst zu haben. Ich glaube, weil wir in Deutschland einfach nochmal andere Probleme haben, weil es größere Vorbehalte gibt und weil ich auch aus politischer Sicht eigentlich nicht sehe, dass das aus dem normalen Forschungshaushalt rausgeschnitten werden kann, würde ich aus der politischen Sicht sagen, wir brauchen deutlich mehr Geld für die Wissenschaftskommunikation und wir müssen schauen, dass wir in den Schulen schon ansetzen. Wenn ich sehe, wie in anderen Ländern Biologieunterricht erteilt wird und bei uns ist das doch häufig schon auch sehr gesellschaftskritisch. Und ich glaube, auch da müssen wir stärker Jugendliche, junge Erwachsene, Schülerinnen und Schüler dazu ermuntern, diese pro-wissenschaftliche oder wissenschaftaffinere Sicht anzunehmen. Und das, finde ich, wird vielleicht hat sich das mittlerweile geändert, aber ich habe häufig den Eindruck, dass das doch
noch ein anderes Gewicht bei uns im Biologieunterricht einnimmt, als es vielleicht einnehmen könnte, wenn man auch als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren stärker noch in die Schulen ginge und Lehrerinnen und Lehrer mit einbinden könnte. Aber wie gesagt, ich mache der Wissenschaft nicht den Vorwurf, die haben die Ressourcen nicht. Das müsste dann quasi vorher ansetzen. Wir erleben ja gerade in den aktuellen Haushaltsdebatten, dass übrigens gerade bei der Wissenschaftskommunikation wahrscheinlich gekürzt wird, wenn nicht noch irgendetwas politisch sich bewegt. Das haben wir gerade letzte Woche im Bundestag erlebt, als es um den Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ging. Aber Frau Schick-Danz, ich habe mich nämlich auch gefragt, wie wir genau sozusagen diese Ambivalenz zwischen, ich glaube, wir kriegen das nicht weg, wir kriegen sozusagen die Vorbehalte gegenüber Tierversuche, vermute ich jetzt einfach mal, nicht einfach so vom Tisch gewischt. Ja. Und was kann die Wissenschaft eben tun? Wir wissen es ja auch bei anderen Themen, auch bei politischen Themen, kann man rational argumentieren, man kann analysieren, man kann Zahlen liefern, das kann man alles machen. Aber bestimmte Teile offenbar des menschlichen Weltverständnisses erreicht man nicht, oder? Naja, ich würde sagen, hier sind noch zwei Punkte. Das eine ist sicher, Wissenschaftskommunikation ist sehr wichtig und es ist sehr bedauerlich und eigentlich höchst ethisch, finde ich, forschungspolitisch problematisch, wenn man das wieder kürzt. Aber ich glaube, was wir eigentlich darüber hinaus brauchen, ist auch nicht wieder, dass die Wissenschaft die Pflicht hat, hier zu kommunizieren, sondern wir brauchen schon nochmal einen richtigen gesellschaftlichen, breiten Dialog oder Diskurs. Und ich finde, das Tierversuchsthema ist etwas, hat eine Nischenexistenz. Das poppt immer so auf, meistens, wenn irgendwo ein Skandal war, wenn RTL irgendwo mal wieder war. Oder wenn Wissenschaftler, was in der Vergangenheit höchst problematisch ist und auch, finde ich, wirklich ethisch total verwerflich, persönlich attackiert und bedroht wurden. Aber das, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, eigentlich für jeden von uns moralische Haltung zu dem Thema, nämlich wie hältst du es denn damit? Ja, nimmst du jeden Tag oder du erwartest, dass wenn deine geliebte Mutter Krebs hat, dass man doch noch alles versucht? Oder die gerne und immer noch viel Fleisch essen und sich dann aber empören. Also woher kommt denn diese Ambivalenz oder vielleicht auch Inkonsistenz in dieser Haltung gegenüber unserem Umgang mit Tieren? Und dafür, glaube ich, braucht es letztlich auch ein Stück weit eine Art Selbstaufklärung unserer Gesellschaft, eine offene, auch selbstkritische Reflexion, wie wir uns eigentlich langfristig hier als eine verantwortungsvolle, aufgeklärte Gesellschaft positionieren wollen, was dann auch stärker nochmal politischen Positionen Substanz geben würde. Wir haben das jetzt wieder in der Diskussion um die Novelle des Tierschutzgesetzes gesehen, wie aus meiner Sicht hier schon wieder eher auch nicht diese moralischen Haltung, die ich wichtig halte, eine Rolle spielen, sondern vielleicht ökonomische im Vordergrund stehen. Und ich finde schon, ich habe seit über 20 Jahren verfolge ich das Thema, auch Tierversuch und wie es auch im Verhältnis zu anderen ethischen Fragen der Medizin steht. Und es ist erstaunlich, wie wenig Aufmerksamkeit es in Deutschland bekommt. Zum Beispiel in Ländern wie Schweden und Holland, wo ich sehr viel im Austausch und in der Forschung stehe, haben diese Themen viel regelmäßiger, haben öffentlichen Diskurs, da gibt es Plattformen, sowas, was wir heute hier machen, das findet dort über langen Zeitraum in vielen Städten statt. Da gibt es auch öffentliche Förderung dafür, solche Forschung zu betreiben, sozialwissenschaftlich zu begleiten. Und da haben sich aus meiner Sicht diese Debatten auch ein Stück weit vernünftiger, also rationalisiert, weil man eben diese Ambivalenz ein Stück weit anerkennt. Es ist eine Güterabwägung, die wir hier treffen müssen. Und die muss jeder für sich treffen, ob er Medikamente nutzt oder nicht, oder ob er vegan ist oder Vegetarier. Aber dass man auch anerkennt, dass es eben eine schwierige Güterabwägung in vielen Situationen ist, vor allem in ernsten Situationen. Also wenn es um die eigene Krankheit geht zum Beispiel. Dieses Medikament funktioniert nur deswegen oder dieses Implantat oder dieses Mittel. Zumindest weil es mal Tierversuche gegeben hat. Genutzt worden sind. Genau. Und dann kann ich mich fragen, ist es konsequent, wenn ich die ablehne, das zu nehmen? Und dann kann ich immer noch, wir brauchen trotzdem einen Diskurs, muss es jede Forschung geben, was kann kontrolliert werden? Ich glaube, das soll das nicht beiseite wischen. Aber ich glaube, dass die Mehrheit eigentlich der Bevölkerung, wenn sie mehr Zeit hätte, sich mit dem sozusagen offen auseinanderzusetzen, sehr wohl bereit wäre, auch diese Abwägung zuzugeben. Und natürlich kann man auch als Konsument, Konsumentin, Patientin Entscheidungen treffen, sagen, so weit gehe ich und so weit gehe ich nicht.
Aber das sollte man selbstbewusst machen. Man muss vielleicht zur Ergänzung sagen, bei der Kosmetik muss man es nicht mehr tun, weil das einfach verboten ist, tatsächlich für kosmetische Ziele Tierversuche zu veranstalten. Herr Treuer, Sie wollten noch ergänzen. Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, der da gerade gemacht wurde. Und das ist auch so ein bisschen die Philosophie hinter Tierversuche verstehen. Es geht nicht darum, jemand von einem moralischen Standpunkt zu überzeugen. Also, und auch wenn man in die Schulen geht, wir machen das ja auch, wir haben vom DPZ aus Aktivitäten, da können Sie auf unsere Webseite gehen und sich Personen auswählen und fragen, ob die mal in die Schule kommen. Da geht es nicht darum, dass Sie nachher Prüfungswissen liefern, Tierversuche sind jetzt gut oder irgend so etwas, sondern es geht darum, Basiswissen zu liefern für die gesellschaftliche Debatte. Da kann ich immer noch beschließen, ich habe das jetzt alles verstanden, aber ich finde das immer noch ethisch nicht vertretbar. Das ist völlig in Ordnung. Also als persönliche Meinung in dieser Abwägung gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Und darf man dann auch moralischen Druck erzeugen und sagen, okay, dann wirst du mit diesem Mittel nicht behandelt, dann wirst du vielleicht krank. Das ist eine gesellschaftliche Debatte. Das ist nicht Aufgabe der Wissenschaft zu sagen, was darf Gesellschaft machen. Wir kennen diese Diskussion ja in ganz vielen Bereichen, also in der Medizin. Dürfen wir Organe transplantieren für Alkoholiker? Die sind doch selber schuld, dass ihre Leber nicht mehr funktioniert. Da könnte ich doch auch hingehen und sagen, nein, die kriegen keine Transplantation mehr. Also das ist kein spezifisches Thema für die Tierversuche, sondern wir haben viele Situationen, wo wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen, ihr könnt da eure eigene Meinung zu bilden. Natürlich gibt es dann auch noch eine gesellschaftliche Mehrheit und Gesetzgebung und so weiter. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wir müssen ganz klar differenzieren zwischen, Wissenschaft weiß, was richtig ist und das müssen wir jetzt nur allen erzählen und damit ist die Diskussion zu Ende. Nein, diese Diskussion wird nie enden, weil es eine moralische Debatte ist und die können wir nur mit mehr Fakten oder mit weniger Fakten. Ist es denn gut, dass sie geführt wird? Es ist richtig und gut, dass notwendig, sie geführt wird. Die Gesellschaft muss genau das machen, was wir eben gehört haben. Die Gesellschaft muss beschließen, bin ich bereit, diesen Kompromiss einzugehen oder nehme ich in eine oder andere Richtung radikale Position ein? Also wenn wir als Gesellschaft beschließen würden, alle Lebewesen außer dem Menschen sind wertlos und wir beschließen als Gesamtgesellschaft, ich darf alles machen, dann wäre das eine gesellschaftliche Entscheidung. Die würde ich nicht mittragen, aber die kann man sich zumindest vorstellen. Und genauso gut kann eine Gesellschaft natürlich hingehen und sagen, wir verzichten auf medizinischen Fortschritt, damit keine Tiere mehr in Tierversuchen. Das können wir machen. Und ich weiß nicht, wie sich in der Zukunft die gesellschaftliche Debatte entwickelt. Mir ist nur wichtig, dass wir sie auf Faktenbasis führen. Und da fehlt einfach von der Wissenschaft noch viel Information in der Öffentlichkeit. Hier vorne, bitte. Ja, Ralf Böker, Scientists for Future. Ich sehe, wir brauchen eigentlich mehr Ethik in unserer Gesellschaft und ich würde mir wünschen, dass dieses Thema vielleicht auch in etwas weiterem Umfang auch in die Lehrpläne der Schulen Einfluss findet, einfach um sich mit diesen Themen auch intensiver auseinanderzusetzen. Und ich würde hier gerne nochmal den Blick etwas weiten. Sie hatten gesagt, dass für Kosmetika für Tierversuche mittlerweile verboten sind. Da frage ich mich jetzt allerdings, wird ein Kosmetika nicht mehr weiterentwickelt? Werden sie an Menschen einfach verkauft, ohne sie zu testen? Oder passiert die Testung in Pakistan oder irgendwo anders im Ausland, wo das nicht so auffällt? Und dann gehört zu einer Weitung des Blicks sicherlich auch eine in Bezugnahme auf die Tierhaltung für die Lebensmittelproduktion und das geht von billigem Flüssigei aus irgendwelchen Importen bis hin zum Grillsteak. Und ich glaube, da sind viel schlimmere Dinge im Argen, wobei das natürlich nicht relativiert werden darf, sondern wo man einfach sagen muss, muss man dort nicht ähnlich hohe Standards auch ansetzen, wenn man sich guten Gewissens ernähren möchte. Okay, zwei unterschiedliche Dinge, nehmen wir mal die Kosmetika raus. Wie ist da eigentlich, wir sind jetzt keine Experten in der Kosmetikforschung, aber dass da Tierversuche verboten worden sind, was bedeutete das für diesen Bereich? Kann man da was draus lernen? Also Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an. Historisch hat sich das so entwickelt, dass es zunächst in Deutschland verboten war, in Deutschland Tierversuche für die Kosmetikentwicklung durchzuführen. Das lässt sich natürlich relativ gut überprüfen, aber inzwischen ist das europaweiter Standard und nicht nur, dass in Europa keine Tierversuche gemacht werden dürfen, sondern dass importierte Kosmetik auch nicht mehr in Tierversuchen getestet werden darf. Natürlich mit jedem weiteren Schritt, den Sie machen, vor allem ins internationale Ausland, wird die Überprüfbarkeit schwieriger.
Das müssen wir einfach so akzeptieren. Da kann man dran arbeiten, aber das Problem wird man nicht los. Aber der Grundgedanke des Gesetzgebers ist, es ist moralisch, ethisch nicht vertretbar, dafür Tierversuche durchzuführen, und deswegen ist es verboten. Und zwar, darf ich da mal kurz einhaken? Gibt es so etwas, wie, vielleicht ist es naiv, diese Frage, gibt es so etwas wie Huckepack-Forschung? Dass man sozusagen etwas wissenschaftlich Wichtiges für den medizinischen Fortschritt erforscht und nebenbei, wenn das Tier schon genutzt wird, auch noch andere Forschung draufpacken kann. Also wenn Sie eine neue Substanz verwenden wollen und Sie wollen die zum Beispiel im medizinischen Bereich verwenden, dann müssen Sie die testen auf Giftigkeit und so weiter. Wenn Sie nach so einem Test hingehen und sagen, jetzt kann ich die eigentlich auch in der Creme einsetzen, dann dürfen Sie das natürlich machen. Weil Sie haben das ja nicht getestet, um es in der Creme einzusetzen, sondern Sie haben ein bereits getestetes Produkt aus der Medizin jetzt in anderen Bereichen eingesetzt. Das wäre rechtlich auch in Ordnung. Das wäre völlig rechtlich in Ordnung. Aber wenn Sie hingehen und sagen, ich habe eine neue Substanz, die habe ich, ich weiß nicht, wie die wirkt, und die habe ich jetzt für die Kosmetik entwickelt und möchte jetzt so ein Kosmetikprodukt auf den Markt bringen, das können Sie nicht mit Tierversuchen untersuchen. Aber das ist vielleicht, weil ich vor langer Zeit auch mal in meiner Diplomarbeit zu Alternativmethoden geforscht habe. Es ist nicht so, dass, wenn es Ihnen um Produktsicherheit geht, so habe ich jetzt Ihre Frage verstanden, und natürlich wieder die Güterbewegung, was bedeutet es für die Gesundheit des Menschen, wird das jetzt sozusagen einfach, werden wir jetzt allem ausgesetzt. Es ist so, dass gerade die Kosmetik oder man könnte sagen die Chemikalien, die in diesem Bereich eingesetzt worden sind, wurden Jahrzehnte davor oft eben auch schon genutzt in anderen Bereichen, und viele dieser zentralen Tests, ein Test ist so der Augenkaninchen- oder Kaninchenaugentest gewesen, das kennen Sie vielleicht noch aus der Fachliteratur, da wurden, wenn Sie neuen, und zwar nicht nur Kosmetika, sondern jedes Popelwaschmittel wurde getestet, jedes neue Waschmittel, was auf den Markt kam, mit oder ohne neuem Farbstoff und Duftstoff, wurde Kaninchen ins Auge getröpfelt, ob die sich röten oder nicht. Und das war eine Vorschrift, das war wieder Bürokratie. Damit sich das menschliche Auge nicht rötet. Genau, oder? Damit man weiß, weil das war besonders empfindlich, das Kaninchenauge. Und dann war sozusagen die Idee, dass jetzt die Hausfrau, die das dann nutzt, wird dann nicht geschädigt, wenn sie dieses Waschpulver nimmt. So, und dass es sozusagen jetzt diese Änderung gab, lag daran, dass zum Beispiel wieder viele Forschende haben ganz viele Alternativmethoden gefunden, um zum Beispiel diesen Test durch Zellkulturen zu ersetzen. Und es hat viele Jahre gedauert, der war dann schon in der Forschung eigentlich relativ unumstritten, aber bis es dann bürokratisch und dann durch den Gesetzgeber und so weiter akzeptiert worden ist. Und das ist gerade diese Toxizitätstest in Alltagsprodukten, wo man sagt, da muss natürlich der Verbraucher ein Stück weit auch selber Verantwortung tragen. Wenn ich jetzt ein bestimmtes Waschmittel nicht vertrage, dann kaufe ich halt ein anderes. Ne? Und das, diese Art von Verantwortung muss man vielleicht, manchmal merkt man das ja auch, das juckt jetzt, aber das kann man häufig mit dieser Art von Tierversuchen, zum Beispiel Allergien, können Sie gar nicht auch testen. Allergien haben eine ganz andere Ursache. Und von dem her, glaube ich, ist das schon eine interessante Entwicklung gewesen, zu sagen, hier ist es uns nicht wichtig genug, aber das ist eben was anderes wie ein Medizinprodukt, wo ein Patient, dessen Körper eh schon geschwächt ist, ja nochmal viel vulnerabler ist, wo vielleicht auch was geschluckt wird, und deswegen müssen wir da ganz andere Standards setzen, wie jetzt bei solchen Produkten wie Waschmittel oder Kosmetika oder Duschgels. Noch Ergänzungen dazu? Die zweite Frage ging Richtung Landwirtschaft und Richtung Ersatzprodukte. Habe ich es richtig verstanden? Ja, der Tierhaltung, ja. Ganz andere Maßstäbe, ne? Naja, das ist schon die Idee des Tierschutzgesetzes, was derzeit in der ersten Lesung und aktuell in den Ausschüssen ist. Und das soll natürlich dazu führen, wohl wissen, dass das für viele noch nicht hinreichend ist, aber es ist schon eine deutliche Verbesserung zu dem, was wir aktuell haben. Und natürlich, das haben wir ja am Anfang gesagt, dass das schon etwas schizophren ist, wie wir da auch mit dem Animal Welfare, wenn man das so sagen, mit dem Tierwohl umgeht, dass wir das für den menschlichen Konsum bislang auf jeden Fall recht tolerant akzeptieren, in welcher Form da auch Qualzucht stattfindet. Also wie gesagt, wenn du 10.000, 12.000 Liter Kühe hast, denen geht es nicht gut. Auch wenn du rundherum die gesamte Umgebung so schaffst, dass die irgendwie trocken liegen und dass die genug Wasser kriegen und dass die Luft haben. Aber an sich
ist dieser Körper nicht dafür gemacht, so viel Milch aus dieser Kuh rauszuholen. Und das muss natürlich irgendwann überarbeitet werden. Aber ich glaube, dass wir hier heute Abend schon versuchen sollten, das, was im Bereich der Tierversuche und der Experimente liegt, soweit, was die Wissenschaft kontrollieren kann, zu verbessern. Und das andere in der Landwirtschaft tatsächlich, hoffen wir, dass das jetzt demnächst, dann wenn das in die zweite, dritte Lesung kommt, dann auch verabschiedet wird und dass wir dann auch, aber du hast natürlich recht, die Kritik, die steht im Raum und die würde, glaube ich, auch keiner hier negieren. Weitere Fragen, Anmerkungen? Hier vorne war noch die Dame, ne? Ja. Hi. Ich hatte eigentlich, ja, die Dame war noch davor, die mit dem blauen Poloshirt. Mit dem blauen? Hallo, mein Name ist Marike Alborn. Ich war bis vor kurzem im Technology Transfer Office an der UMG und bin jetzt am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Und wenn ich mit Wissenschaftlern rede, kriege ich eher sehr viel Unmut mit darüber, dass die Tierversuche immer stärker reguliert werden, bis hin dazu, dass sie nach China ausgelagert werden, wo ich das Gefühl habe, davon profitieren die Mäuse nicht und vor allem der Wissenschaftsstandort nicht. Also scheint mir ein Riesenproblem zu sein und da würde ich gerne fragen, wie wird das in der Wissenschaft und in der Politik diskutiert, noch konkreter? Wie sind Ihre konkreten Erfahrungen und vielleicht an die Politik, wie sind da die Perspektiven? Herr Moser, wollen Sie vielleicht? Wir haben es schon gesagt, das macht uns große Sorge. Und ich glaube, dass wirklich die Zeit schon 11:55 ist in Deutschland, da tatsächlich die Arbeitsfähigkeit der biomedizinischen Forschung sicherzustellen. Wir stehen hundertprozentig zum Tierschutzgesetz. Wir gehen quasi überall dort mit und nach, was uns quasi an Dokumentation auferlegt wird. Da gibt es viele Sachen, die fragwürdig sind, aber sie werden von der Behörde vorgegeben und wir spielen mit. Das bedeutet für jedes Institut einen riesen personellen Mehraufwand, der momentan aus Bordmitteln bestritten wird. Also an unserem Institut sind es nahezu 4 Leute, die vollzeitmäßig sich mit der Planung, Antragstellung, Dokumentation, auch dem Lehren befassen. Und das geht leider in einigen Bereichen nicht. Und dementsprechend kann ich zwar Überzeugungsarbeit leisten, aber ich kenne einige meiner Kollegen auch aus dem Cluster, die Tierversuche inzwischen nicht mehr in Göttingen durchführen, die dann in Kooperation vielleicht im angloamerikanischen Raum oder auch eben in China durchführen lassen. Und mir macht diese Entwicklung große Sorge. Also wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit, so bitter das Wort in diesem Zusammenhang ist, aber genau zu dem Thema nicht so verbessern können, dann schwächen wir genau die Grundlagenforschung und natürlich in dem Fall auch die forschende Pharmaindustrie und alles, was damit zusammenhängt. Und ich glaube, das, was Frau Schickdanz eben gesagt hat, fand ich nochmal einen wichtigen Ansatzpunkt. Auf der einen Seite, glaube ich, muss die Politik, müssen wir als Gesellschaft unserer Wissenschaft mehr Vertrauen entgegenbringen. Ich glaube, dieses permanente Misstrauen und dieses potenzielle Kriminalisieren macht Sie natürlich, die Sie auch da beteiligt sind, fertig. Ja? Weil Sie müssen sich nicht permanent dafür rechtfertigen, was Sie tun, finde ich. Aber gleichzeitig brauchen wir schon auch den gesellschaftlichen Diskurs, damit Sie sich erklären können und damit alle Seiten, die ein Interesse an dem Thema haben, auch hinreichend mit Informationen versorgt sind. Und ich glaube, auf jeden Fall beim zweiten, bei dem gewissen gesellschaftlich-wissenschaftlichen Diskurs ist so eine Debatte schön, aber sie findet halt nur einmal statt und sie findet eben nur hier in Göttingen statt. Und ich denke, wir müssen das stärker in die gesellschaftliche Breite noch diffundieren lassen und da Formate entwickeln, dass Leute auch Lust haben, sich zu beteiligen, damit sie verstehen und umgekehrt die Behörden verstehen, dass die Flexibilität, die benötigt wird, eben im Vergleich zu der Situation in China, in Nordamerika, wo auch immer, dass die nicht
absolut überbürokratisiert wird und dass das nicht so viel mehr Aufwand ist. Dass man in Europa immer ein bisschen mehr Aufwand leistet, ich glaube, das nehmen fast alle in Kauf. Aber jetzt ist es so überproportional, dass ich eben von vielen gehört habe, dass die Abwanderungstendenzen ganz offensichtlich sind. Und das ist schon auch eine Gefahr, klar. Das ist ja auch ein gewisser Widerspruch irgendwie, ne? Auf der einen Seite muss man den Tierversuchsgegnern sagen, wir haben eine sehr, sehr strenge Tierschutzgesetzgebung. Auf der anderen Seite muss man der internationalen Wissenschaftscommunity sagen, die geht in einigen Teilen offenbar zu weit. Ist das, kann man das so formulieren? Ich glaube, man muss immer wieder unterscheiden und Herr Moser hat es eben schon angesprochen, es geht nicht darum, Tierschutzstandards runterzufahren. Also das ist nicht der Konsens in der Wissenschaft, so nach dem Motto, wir wollen endlich alles machen, was wir uns denken können. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir in einer sehr deutschen Weise zu den guten Gründen, Tierschutz in der Tierversuchsforschung zu machen, eine gewaltige Bürokratiemaschinerie draufgesetzt haben. Die haben wir ja woanders aber auch. Das ist ja, das deswegen sind Sie nicht, sage ich, nicht es ist eine deutsche Art und Weise, mit einem Konflikt umzugehen. Man versucht, das Problem mit Bürokratie zu erschlagen. Und das ist deswegen besonders relevant, weil wir das ja in Europa vergleichen können. Wir haben in Europa die gleiche EU-Richtlinie, die Basis für alle europäischen Tierschutzgesetze bietet. Und die regelt die ganze Basis. Und trotzdem gibt es gewaltige Unterschiede zwischen den europäischen Ländern. Das klang vorhin schon mal an, dass die ganzen Verfahren schlanker sind, pragmatischer aufgezogen sind. Nicht indem gesagt wird, da darf man mehr machen, sondern wenn man es dann machen darf, das Ganze noch überlagert ist in einer gewaltigen Bürokratie. Ich sehe auch das, was Sie, Frau Kramann, gesagt haben, auch bei den Behörden. Mein Eindruck ist, dass eben durch zum Beispiel Skandale wie in Harburg die genannte Landesbehörde, das LAVIS, auch unter einen gehörigen Druck geraten ist und im Grunde genommen den Druck jetzt dann in diese Form, sag mal, auslebt, dass halt jeder absolut aus unserer Sicht zumindest Standards gestellten Tierversuchsantrag pro forma erstmal 50 Rückfragen in der ersten Runde, 25 Rückfragen in der zweiten Runde, die wirklich an vielen Stellen konstruiert sind, leider nicht wirklich der Sache dienen, zur Folge hat, weil man vielleicht, wenn man jetzt Tierärztin bei der Behörde ist, einfach der Sorgfaltspflicht nachkommen möchte und wirklich alles getan haben möchte, um sicherzustellen, dass das auch wirklich genehmigungsfähig ist. Und das ist aus meiner Sicht eben eine Verarbeitung, Sie haben es eben als ein gesellschaftliches Problem in dem Rahmen des Verfahrungsprozesses, der einfach der Sache nicht dient. Davon wird kein Tierwohl geschaffen, sondern davon wird allenfalls eine Verantwortung von der Behörde dann in Richtung Tierversuchsdurchführenden delegiert und wo halt sauber gewaschen, dass man auch wirklich keinen Fehler gemacht hat. Aber ich glaube, das ist aus meiner Sicht rechtlich problematisch, weil wenn man damit im Grunde genommen der Gesellschaft schadet, indem man im Grunde genommen die Arbeitsfähigkeit der biomedizinischen Forschung und vielleicht auch wirklich der Innovation im Bereich der Medizin schwächt, ist das ein Problem. Aus meiner Sicht ein riesen gesellschaftlicher Schaden. Sind Sie denn, wie ist das eigentlich? Sind Sie dann, Herr Moser, zum Beispiel verantwortlich, rechtlich verantwortlich für die Tierversuche in Ihrem Bereich? Privatrechtlich verantwortlich, genauso ist es. Ich kann tatsächlich dafür auch quasi verurteilt werden und auch eine Haftstrafe verbüßen. Okay, also diese Frage nach, ob man nachts gut schlafen kann, war gar nicht so unberechtigt. Die Frage ist ja vielschichtig, das hatten wir schon. Ich denke, der Punkt, den man selbst mit sich klären muss, ist, kann man diese Art von Arbeit mit Tieren durchführen und wie verarbeitet man das? Das ist eine wirklich sehr persönliche Frage. Was ich aber bei Mitarbeiterinnen an unserem Institut sehe, ist eine wirklich tiefsitzende Angst und Sorge, dass man in einem rechtsunsicheren Raum seine Forschungsarbeit nachgeht und nicht weiß, ob man vielleicht plötzlich ein Bußgeld oder noch schlimmere Art von Strafen erleiden muss, weil man eigentlich vielleicht einen Fehler gemacht hat, den man noch nicht mal wissentlich gemacht hat. Es ist so weit, dass es eben so unscharf formuliert ist an manchen Stellen, dass man, wir hatten das vorhin mit den überzähligen Tieren, wenn man mit transgenen, diesen genetisch menschlichen Erbdefekten nachstellenden Tieren arbeitet, gibt es tatsächlich einfach Tiere, die für das Experiment keinen direkten Wert haben.
Und das ist eben jetzt dann im Grunde genommen ganz, ganz klar, dass jeder Doktorandin, die eben mit einer solchen Mauslinie arbeitet, den Zuchtplan wirklich nach bestem Wissen und Gewissen mit Beratung von wirklich sehr erfahrenen Mitarbeiterinnen erstellt. Und wenn dann aber eben tatsächlich irgendetwas schiefläuft, kann sofort daraus eben eine Reaktion der Behörde erfolgen, die man nicht einschätzen kann. Und das bedingt eine Riesenunsicherheit. Und da kann ich nicht wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen, dass da ein Doktorandin nicht vielleicht mal schlecht träumt davon. Wie kann man denn die Lage verbessern? Also durch eine andere Art von Versicherung zum Beispiel, also dass man eben doch geschützt ist durch die Institution. Also ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle, dass ich privatrechtlich haftbar wäre für wissenschaftliche Forschung, die ich unternehme, die vielleicht ambivalent wahrgenommen wird, dann würde ich mir das dreimal überlegen, ob ich das weitermache. Ich glaube, das ist genau die Situation, in der wir uns befinden. Hier vorne war noch eine Frage. Ja. Hi, ich komme aus der medizinischen Statistik und ich habe eine Frage zur Transparenz, also weil auf der institutionellen Ebene gibt es das, aber auf der Ebene jeder einzelnen Studie geht es auch um die Berichterstattung von Studien und ich glaube, in der klinischen Forschung mit Menschen ist man da zum Teil ein bisschen weiter, was die Guidelines angeht, was man alles aufschreiben muss und wie. Und das ist in den präklinischen Forschungsprojekten nicht immer ganz so stringent gehandhabt wird. Wie sehen Sie das? Also ich kann Ihnen nur sagen, dass inzwischen der Tierversuchsantrag und der Förderantrag sich in eine Richtung bewegt hat, wo die Detailtiefe im Tierversuchsantrag viel präziser ist, die statistische Planung jedes Mal eine Biometrie hinterlegt hat und auch die Dokumentation vielleicht nicht den Good Laboratory Practices genau exakt entspricht, aber dem extrem nahe kommt. Also es ist ein Und aus meiner Sicht ist das prinzipiell, ich sagte es vorhin schon, viele Aspekte der Dokumentation, der Experimente und der Planung sind positiv im Sinne der Sache. Was aber nicht positiv ist, zum Beispiel, dass eben alles tatsächlich immer noch auf Deutsch, auf Papier und nach bestimmten Dokumentationsvorlagen zu erfolgen hat, was überhaupt keinem Tierwohl und keinem medizinischen Fortschritt dient, sondern nur einfach Verwaltungsprozesse sind, die uns quasi die Zeit von der wirklich wichtigen Arbeit nehmen. Sie haben internationale Forscher, die es gewohnt sind, digital zu arbeiten, die müssen dann auf Deutsch Papier ausdrucken. Ja, wir sind sehr glücklich, dass es KI gibt, zum Beispiel DeepL, sonst wären wir komplett aufgeschmissen. Guter Trick, die deutsche Bürokratie vielleicht zu umgehen durch ChatGPT. Herr Treuer, wollen Sie noch ergänzen? Wir hätten noch Zeit vielleicht für eine Frage. So langsam gehen wir auf die Zielgerade. Ich glaube, die Debatte hier, ja, da hinten bitte. Guten Tag. Okay. Barbara Stierling, ich bin Ärztin. Ich wollte nur anführen, weil jetzt hier in Nordamerika auch häufiger Thema war. Ich weiß nicht, ob allen im Raum bekannt ist, dass Joe Biden letztes Jahr im Dezember ein Gesetz unterschrieben hat, in dem steht, dass die FDA, also die amerikanische Arzneimittelbehörde, Medikamente zulässt, die nicht an Tierversuchen getestet werden. Also das widerspricht ja dem, dass Sie angeführt hatten, dass die Forscher nach Nordamerika gehen, um dort zu forschen. Dort aber gerade dieses Gesetz zugelassen ist, dass Medikamente nicht mehr an Tierversuchen getestet werden müssen. Steffen Treuer, das Beispiel Amerika. Ich glaube, Sie haben ja auch persönlich. Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, auch wie Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und Presse arbeiten. Ich wiederhole einfach mal, was Sie gesagt haben, damit das allen klar ist. Also es ging durch die Presse inzwischen schon vor einigen Monaten, dass die Amerikaner, sprich die Regierung, jetzt zulässt, dass in den USA Medikamente zugelassen werden, auch wenn nicht jedes Medikament in einem Tierversuch getestet wurde. Ich glaube, ich habe Sie da richtig. Um den Menschen zu schonen, muss man das sagen. Genau, und dann wird gesagt, Mensch, das ist doch mal ein Vorbild, da gehen die Amerikaner voran, da könnten doch die Europäer eigentlich folgen. Die Realität ist leider genau umgekehrt. Das, was die Amerikaner gemacht haben, ist in Europa schon lange Standard. Es gibt keine Vorschrift, dass sie einen Tierversuch durchführen müssen für die Medikamentenzulassung in Europa, sondern im Gegenteil, wenn es eine Alternative zu einem Tierversuch gibt für die Medikamententestung, dann muss die Alternative in Europa verwendet werden. Die Amerikaner hatten tatsächlich eine Muss-Vorschrift, dass ein Tierversuch gemacht werden muss. Und das haben sie aufgegeben und sie haben sich dem europäischen Standard angenähert und gesagt, eigentlich können wir das machen wie die Europäer.
die den Tierversuch nur fordern, wenn es keine adäquate Alternative gibt. In der Presse ist es leider ganz genau umgekehrt berichtet worden, so nach dem Motto, die Amerikaner haben endlich mal was gemacht, wo wir uns dran anschließen können. Aber das ist bereits in Europa so und das hat eben mit dem Thema der Alternativen zu tun. Da, wo für eine Alternative für einen Tierversuch existiert, darf der Tierversuch nicht durchgeführt werden. Das ist eine der Grundvoraussetzungen für einen genehmigungsfähigen Tierversuch in Europa. Es darf keine Alternative geben. Und da ist der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin auch in der Beweispflicht gegenüber der Behörde. Genau, es ist Teil jedes Antrags, müssen Sie dokumentieren, dass es in diesem Bereich für diese Fragestellung keine Alternative gibt. Mhm. Deswegen hat die Behörde auch nochmal eine sogenannte Paragraph 15-Kommission, also eine mit Expertinnen besetzte Kommission, die das auch nochmal nachfragen kann und überprüfen kann, ob das denn wirklich stimmt und nicht einfach sich jemand hinstellt und sagt, da gibt es keine Alternativen. Mhm. Es geht noch einen Schritt weiter. Also wenn in der Zeit, während der Tierversuch durchgeführt wird, eine solche Alternativmethode etabliert würde, hat der Forscher die Aufgabe, den Tierversuch sofort einzustellen. Und wenn nicht, ist er wieder privatrechtlich haftbar. Also man kann noch während eines Tierversuchs kann eine Alternative plötzlich am Horizont erscheinen, weil ja diese Forschungen, wir wissen, es über Jahre dauern, teilweise Jahrzehnte sogar, und dann in dieser Zeit Alternativen aufkommen können. Und dann muss man abbrechen. Es gehört zu den Verpflichtungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Literatur, die Entwicklung der Technik und so weiter auch während der Jahre eines Tierversuchs zu verfolgen und immer die neuesten Standards zu kennen. Und wenn da eben eine Alternative, genau wie Herr Moser sagt, auftaucht, dann muss die entweder sofort eingesetzt werden oder der Tierversuch unterbrochen werden. Da kommen wir ja schon zu dem, was uns am Ende dieser Runde natürlich auch beschäftigen sollte, nämlich die Zukunft von Tierversuchen auf der einen Seite und dem wissenschaftlich-medizinischen Fortschritt auf der anderen Seite. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut. Das geht wirklich konstant nach unten. Es werden immer weniger Tierversuche unternommen. Das ist offenbar eine Tendenz über viele Jahre hinweg. Gleichzeitig erleben wir aber auch einen immensen wissenschaftlichen Fortschritt in der medizinischen Forschung. Also wohin geht das? Wohin entwickelt sich das? Was wünschen Sie sich? Was ist realistisch? Kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo wir keine Tiere mehr brauchen? Für die Forschung. Was glauben Sie, als Ethikerin? Wäre das überhaupt wünschenswert? Ja, wenn es gute Alternativen gibt, glaube ich, wäre es auf jeden Fall wünschenswert. Und das muss man natürlich abwägen, ob diese Alternativen dann weniger Risiken oder mehr Risiken haben für zukünftige Patienten. Ich glaube schon, dass gerade die Zellkulturforschung und die Organoide in ganz vielen Entwicklungen da ein extremer Vorstoß war. Ich denke auch Simulationen, was Sie erwähnt haben, ist ja was jetzt auch nochmal einen Boom kriegt mit den ganz neuen Entwicklungen, sozusagen KI und sowas. Da tut sich ja total viel gerade. Ich glaube, dass prinzipiell, also wenn wir jetzt über echten medizinischen Fortschritt sprechen, glaube ich, dass wir zumindest die Anzahl von Tierversuchen immer weiter reduzieren können, wenn es sozusagen eben auch Unterstützung für solche Alternativmethoden und Zulassungsverfahren und so weiter gibt. Ob man immer auf alles, auch bei schwierigen Therapien oder komplizierten Therapien, komplett verzichten kann, das wird immer auch eine Frage der Risikoabwägung sein. Wie weit sind wir bereit, wenn man als zukünftige Patientin, ein bestimmtes Restrisiko vielleicht auch in Kauf zu nehmen oder nicht. Das andere ist, und deswegen muss man sicher schon kommen, nochmal fragen, in anderen Bereichen steigt zum Beispiel der Verbrauch von Tieren für menschliche Zwecke enorm. Also wir haben jetzt die Tierversuchszahlen steigen. Ich komme nochmal auf mein Eingangsthema. Allen vielleicht anwesenden Veganern zum Trotz, weltweit steigt der Fleischkonsum extrem. Und ich glaube weiterhin, dass wenn wir sozusagen wirklich um ein Mensch-Tier-Verhältnis aus ethischer Sicht bemüht sind, sollten wir immer beides im Blick haben und diese Diskussion weiter nicht scheuen, auch uns dem nochmal zu stellen. Allein in Deutschland wird, glaube ich, 30% auch der industriellen Fleischproduktion ist für Export ins Ausland. Also da geht es nicht um Grundsicherung der deutschen Ernährung und so weiter. Also das sind alles Themen, die mich zumindest hier auch immer unter der Perspektive, wie konsistent sind wir eigentlich mit unseren Bemühungen um Tierwohl, sollte man aus meiner Sicht mitdiskutieren. Herr Mose, was glauben Sie, was ist realistisch? Werden wir irgendwann auf Tiere verzichten können für die Forschung? Boah, das ist der Blick in die Kristallkugel. Ich
persönlich denke halt den Bereich, den ich ein bisschen einschätzen kann, wo es eben um, sag mal, auch räumlich verteilte Systeme, wie etwa das Hörsystem mit dem Ohr bis zum Gehirn geht, dass das zumindest mit Organoiden recht schwer nachzubilden sein wird. Computermodelle und befeuert durch KI sind sicherlich total hilfreich und das ist genau das, was wir tun. Also wir lieben dieses Wechselspiel von Theorie und Experiment, um quasi die Modelle einfach zu validieren, immer besser zu machen und dann eben Fragen damit beantworten zu können. Aber ich würde sagen, in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird es die Tierexperimente auf jeden Fall geben müssen, um eben Fortschritte zu machen. Ich würde befürchten, dass es noch darüber hinausgeht, aber es wird eben nach den 3R-Prinzipien, so hoffe ich, irgendwie immer besser gelingen, die Tierexperimentzahl zu reduzieren. Frau von Kramon, was glauben Sie, was wünschen Sie sich vielleicht auch? Also erstmal freue ich mich, dass die Bundesregierung jetzt noch hoffentlich bis zum Ende der Legislatur einen Gesetzesvorschlag vorlegen wird, wo es mehr Rechtssicherheit gibt. Das, was wir heute Abend gehört haben, dieses Vakuum, diese Angst teilweise auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern persönlich in die Haftung genommen werden, weil gewisse Sachen sehr vage sind, nicht definiert sind. Wann dürfen überzählige Tiere getötet werden? Wann ist es rechtssicher? Welche Gründe, welche Definitionen? Das wird jetzt demnächst festgelegt, das wird jetzt erarbeitet mit verschiedenen Beteiligten aus der Industrie, aus den Tierschutzverbänden und eben aus der Wissenschaft. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz und das wird dann hoffentlich dann auch im nächsten Jahr aus der Koalition heraus verabschiedet. Das ist ein wichtiger Baustein. Und das andere ist, dass wir uns innerhalb der Europäischen Union darum bemühen müssen, dass das, was bislang die Forschung hier stark gemacht hat, dass wir das noch besser und stärker nach vorne stellen. Denn ansonsten glaube ich schon, es wurde ja am Anfang hier gesagt, mit Corona, da kam das, ploppte das mal so kurz auf. BioNTech hat seine Forschung nach England verlagert. Das sagt halt auch ziemlich viel darüber aus, wie attraktiv der Wissenschaftsstandort Deutschland ist. Und auch, das habe ich am Anfang nicht erwähnt, wir haben ja noch nicht mal einheitliche Standards innerhalb Deutschlands. Das heißt, die Beantragung in Schleswig-Holstein, Leipzig, NRW oder Baden-Württemberg oder hier sieht komplett anders aus. Und auch das, glaube ich, können wir eigentlich nicht auf Dauer zulassen. Also da hat die Politik noch eine Menge Hausaufgaben, aber ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Und noch ein kleiner Exkurs zu den 30% Exporten. Ja, weil wir essen natürlich keine Schweinepfötchen mehr und wir essen auch sonst nichts mehr. Das wird alles exportiert. Wir importieren aber auch sehr viel Fleisch. Das heißt, wir essen nur das Schöne, den Rücken vom Schweinchen und die Brust von den Puten und was auch immer. Der ganze Rest wird exportiert. Das ist natürlich irre. Und das kann man auch, glaube ich, keinem, also in 10 Jahren, 20 Jahren werden wir da hoffentlich graue Haare bekommen bei diesen Zahlen. Aber Sie haben recht, global wächst nach wie vor der Fleischkonsum massiv. Ja. Also ein großer Komplex. Stefan Treu, wie ist es bei Ihnen? Wenn man nachgeschaut, das sind ja wirklich sehr, sehr süße Tierchen, ja, die Weißbüschelaffen und Mantelpaviane, Rhesusaffen, Javanaaffen. Würden Sie gerne irgendwann mit denen irgendwann nur noch Freundschaft schließen und sagen, das war es jetzt mit den Versuchen und wir haben es geschafft, Alternativen zu finden? Wenn es Alternativen gibt oder wenn Alternativen erfolgreich sind, gibt es, glaube ich, niemand, der sagt, ich will jetzt unbedingt Tierversuche durchführen. Das ist ja nur noch mal zur Erinnerung, gar nicht der Ansatz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir kommen ja nicht in die Wissenschaft und sagen, wir wollen Tierversuche durchführen. Wir haben zwar keine Fragestellung, aber wir wollen Tierversuche durchführen. Nein, wir gehen ja in die Wissenschaft, weil wir Fragen haben, die wir beantworten wollen. Und die wollen wir natürlich in dem belastungsfreiesten Art und Weise und in der aussagekräftigsten Art und Weise machen. Und deswegen wäre es ganz wunderbar, wenn wir Alternativen hätten für jeden einzelnen dieser Tierversuche. Ich finde die Frage zugespitzt formuliert, ist absehbar, können wir absehbar vollständig auf Tierversuche verzichten? Eine interessante Frage, weil sie die Wissenschaft verlässt. Ich kann wissenschaftlich darüber reden, wie wir Tierversuche reduzieren können, weil ich als Wissenschaftler abschätzen kann, da sind bestimmte Technologien in der Entwicklung, die kann ich so ein paar Jahre im Voraus erahnen, vielleicht auch 10 Jahre, 20 Jahre oder so. Und in dieser Perspektive, wissenschaftlich gesehen, werden wir nicht auf Tierversuche komplett verzichten können. Es gibt keine wissenschaftlichen Ansätze jetzt, auch noch in der Entwicklung, die uns alle Tierversuche ersetzen werden.
Natürlich weiß ich nicht, ob in 20 Jahren eine neue Technologie kommt und dann nochmal eine weitere Reduktion bringt. Ich glaube, wir verschwenden unsere Zeit mit der kategorischen Frage, können wir komplett auf Tierversuche verzichten? Die wichtige Frage ist, tun wir alles, was wir können, um sie jetzt so stark wie möglich zu reduzieren? Das ist eine wissenschaftliche Frage. Da können wir sagen, Methodenentwicklung und so weiter, das können wir vorantreiben. Der Rest ist leider aus meiner Sicht eine fehlgeleitete öffentliche Diskussion, die uns ablenkt von den relevanten Fragen. Aber schön, dass nochmal richtig der Wissenschaftler aus Ihnen rausgesprochen hat und mit Ihnen durchgegangen ist. Das habe ich auch nicht anders erwartet, ehrlich gesagt. Wir sind ja hier auch im weiteren Umfeld der Universität Göttingen und haben über etwas diskutiert, was uns, glaube ich, über diesen Abend hinaus noch weiter auch beschäftigen wird, noch viele, viele Jahre. Aber haben, glaube ich, versucht, auch viele verschiedene Aspekte hier zu beleuchten, auch in die Geschichte geschaut, auch in die wissenschaftlichen Erfolge geschaut, aber eben auch die Ambivalenzen versucht zu thematisieren in dieser Salondebatte hier im Forum in Göttingen. Ich danke sehr natürlich den Teilnehmern Silke Schicktanz vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen. Dankeschön, dass Sie hier waren. Viola von Kramon von den Grünen, die im Europaparlament aktiv war, demnächst in den Bundestag wird. Dankeschön auch dafür, für Ihre Beiträge. Tobias Moser, der wahrscheinlich, na vielleicht heute Abend, aber schon morgen früh schon wieder zurück an seine Forschung geht, um vielleicht irgendwann vielen, vielen gehörlosen oder gehörgeschädigten Menschen weiterhelfen zu können. Danke auch für Ihre Zeit und auch für Ihre Offenheit, für Ihre sehr persönlichen Worte. Und Stefan Treue, der Chef des Deutschen Primatenzentrums hier in Göttingen. Wie gesagt, ich kann sehr wirklich diese Seite empfehlen, Tierversuche verstehen. Die ist wirklich gut aufgebaut mit vielen Informationen und auch sehr anschaulich, sogar für Laien wie mich. Dankeschön auch, dass Sie da waren und danke auch Ihnen. Schönen guten Abend.